Recht herzlich willkommen zur 105. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben Aufgaben, und zwar sind das diese drei, die wir schon haben. Conduct Temperature Survey of the Moon, Science Data from Surface of the Moon und Plant Flag on the Moon. Das heißt, da sind wir schon mit drei Sachen unterwegs. Für den Moon, nur für den Moon alleine, ne? Und wir können ja mal hier reingucken, was wir da noch hätten. Wo wollen die hin? Irgendwo in der Destination? Wahrscheinlich irgendwo auf Kerbin, ne? Fly by the Sun. Wow. Orbit around the Sun. Nö, das wollen wir jetzt nicht wirklich machen. Rescue Agala Kerman from Orbit of Kerbin. Das ist eine Rettungsaktion, die der Dralo und der... jetzt komme ich nicht drauf. Eine Sekunde. Mordrak. Gerne machen. Müssen wir da nochmal überlegen. Das war Rescue Kerbin. Das ist die zweite Rettungsaktion im Orbit. Near Dominguez Spar Conduct Observation Survey. Ah, das ist auch hier auf Kerbin irgendwo. Da sind dann zu viele Positionen. Und hier Position Settled in Polar Orbit of the Moon. Ja, das könnte man sicherlich machen, ne? Aber das sind drei Sachen für den Mund. Das waren jetzt keine, ne? Nein. Das ist Duna Rescue. Da ist noch eine Rettungsaktion. Da soll man den Mund sogar explodieren. Entdecken. Erforschen. Walk on the surface of the moon. Incomplete. Plant a flag on the moon. Incomplete. Return to Kerbin from the surface of the moon. Das sind eigentlich alles drei Sachen, die wir definitiv mitmachen können, ne? Wir müssen auf den Moon laufen. Eine Flagge, die sollten, hatten wir sowieso eine Aufgabe. Und zurückkommen. Und hier hatten wir das. Sozusagen wahrscheinlich einzeln. Da gibt es natürlich dann... Ach so, warte mal. Das sind gar nicht drei verschiedene Orte. Da brauchen wir nicht landen. Hier. Da müssen wir landen und hier müssen wir nicht landen. Da brauchen wir nur drüber wegfliegen. Diese zwei. Und dann eine Landung, die wir sowieso machen. Und das wäre ja dann die Landung, die wir auch dort ruhig machen könnten, um diese Mission zu erfüllen, weil da steht ja kein Ort. Ja, ich würde sagen, dann zack, den noch mit dabei. Dann haben wir die vier. Die können wir alle auf einmal machen, oder? Ja. Transmit or Cover Scientist, das können wir auch machen. Die Flagge ist gleichzeitig hier. Haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Passt. Nochmal hier rein. Sun und hier Rescue. Nee, in der Rettungsaktion ist es dann nicht. Könnte man sicherlich auch noch machen. Muss man dann gucken. Da wäre ein Orbit machen und da einen retten. Ja. Kerbin. Nee, ich glaube, wir lassen das mal mit diesen vier Missionen jetzt laufen. Dafür machen wir jetzt eine Rakete, ne? So, gut. Dann gehen wir mal hier raus, gehen in die Forschung und dann müssen wir überlegen, was wir machen wollten. Da kam vom Dralo, der war mit der Spritleitung eigentlich ganz zufrieden, dass man die nimmt. Sagt aber im nächsten Atemzug auch, dass das kleine Triebwerk wieder ganz nett wäre. Und auch das 2,5 Meter Triebwerk ist das hier, glaube ich, ne? Wäre auch nicht schlecht, ne? Ist es 2,5? Weiß ich jetzt nicht. Oder die sind's, ne? Kann auch sein. Ich sehe jetzt nicht, wo das ist. Mars. Nee, sehe ich jetzt nicht. Muss man wahrscheinlich woanders gucken. Was war das? Rechter Mausbutton für more information. Alles klar, da haben wir es dann wahrscheinlich irgendwo hier, ne? Oder? Keine Ahnung.
und euch der Mausbutton. Geht aber nicht mit weniger Informationen. Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Nein, doch nicht Glück gehabt. Gut, okay. Ja. Das wäre nur noch ein Feststoffbooster. Dann das mit dem Satelliten. Brauchen wir jetzt nicht. Deswegen lassen wir das weg. Und das wäre dann das mit Tanks. Und den Treibstoff zum Rüberpumpen. Wäre auch ganz nett, hat der Drallo gesagt. Ja, gut. Miniaturisierung. Okay. Docking Port, da müsste man vielleicht haben, dann, ne, für die Satelliten auszusetzen. Ich denke, wir entscheiden uns für dieses. Tank, Tank. Alles Tanks. Und die Wasserstoffleitung, könnte man natürlich auch sagen, ne? Ist aber kein Wasserstoff, glaube ich, ne? Gut, haben wir jetzt genommen. Dann sind wir da schon mal weiter. Nächstes Mal nehmen wir dann die kleinen Triebwerke und ja, dann schauen wir weiter. Gut, das ist geklärt. Dann da rein. Und dann können wir rein theoretisch eine nehmen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht, ne? Doch, wir können hier eine nehmen. Irgendwie so ein Moonlander. So, die vielen Dralos wissen wir gar nicht, wofür die alle mehr waren, ne? Escape V1, Muna, Alpha. Muna Rescue, Orbiter Rakete V2, 3. Rescue Moon V3, Rescue Schirmtest, Trenntest. Temp Boost Test, Testrakete, Trenntest, eine ungenannte Zielschirmtest, Zielschirmtest. Ja, da fehlen Teile. Moon Rescue, ja, die haben wir jetzt gerade ausgewählt. Ich glaube, wir gucken uns die mal gerade an, ne? Was ist das jetzt hier? Das ist eine Landegeschichte, ne? Tja. Sollten wir die nehmen? Können wir landen? Kommen? Ist alles dran, da denke ich, oder? Warte mal, lass noch mal hier aufmachen. Warte mal, wenn wir eine Flagge setzen müssen, ne? Das müssen wir bemannt machen. Das geht nicht ohne. Glaube. Das bedeutet, diese Rakete ist jetzt leider dann doch nicht dafür geeignet, beziehungsweise ist schon dafür geeignet, wenn wir da noch eine Kapsel reinsetzen, ne? Was ist dieses hier eigentlich? Ich glaube, da können wir uns das sparen, ne? Ach, da ist. Ist das da reingebaut? Wahrscheinlich, ne? Gut, das bedeutet, wir wollen eine Flagge. Zack. New. Don't save. So, wir brauchen eine Kapsel. Wir brauchen einen Tank, damit wir landen können. Das sind die Triebwerke, gleich daneben geklickt, ne? Da haben wir so ein riesen Ding, das ist aber viel zu groß. Oh, das wollte ich jetzt nicht nehmen. Oh, jetzt haben wir auch dicke Tanks schon, alles klar.
Das ist, glaube ich, der richtige. Knapp daneben ist auch vorbei. Das ist der richtige. So, Triebwerk. Triebwerk. War das das? Oder ne, das war das nicht, ne? Das war das für die untere Stufe. Und das ist das. Oh Mann, jetzt vertue ich mich wieder. Eins war für die Atmosphäre, gut, und das andere nicht. Ich mach's mal so. Weißt du was? Wir können es auch anders gerade machen. Don't save. Das kriegen wir gleich wieder schnell zusammengemacht. Wo ist die Landergeschichte? Dann weiß ich es gleich. Was ist das für ein Triebwerk? Terrier. Gott, die Terrier muss da drunter. Don't save. Kapsel. Treibstoff. Tank, wieso klappt es immer nicht? Immer bin ich daneben, ne? Da ist die Terrier, hätte ich auch eben anklicken können. Warum ich die voll übersehen habe, keine Ahnung. So, das passt schon. Ein Schirm muss da oben noch drauf. Wo war der drinne? Hier? Nee, da, ja. Schirm drauf. Passt. Und dazwischen werden wir wohl besser noch eine Dingens machen, eine Trennstufe, ne? Wofür stehen da diese roten Schriftzüge jetzt drinne? Weiß es nicht. Boah, das sind dicke Dinger, ne? So, das passt. Und hier gleich zack, Staging machen, ne? Zack. Zack. Ah, da haben wir schon geschafft. Da unten rein, ne? Fallschirm. Absprengen und die starten passt. So, Landebeine. Oder neben. Doch. Hier müssen noch ein paar Messinstrumente und sowas dran, ne? Antenne. Oh, hier sind jetzt ganz viele Sachen. Radialdekoppler, das brauchen wir später. Utility, Science. Science ist das gut. Thermometer, wie immer, gerne dabei. Was müssen wir denn hier machen? Temperatur messen. Temperatur messen. Ja. Plant, Fleck on Moon. Walken. Ja, nur messen. Nur das ist wichtig. Allerdings müssen wir das. Oder machen wir das da auch noch dran, ne? Na. Barometer. Setzen wir nur noch hier hin. Das war das. Science Labor, das lassen wir jetzt mal weg. Experiment Storage Unit, keine Ahnung, ist mir neu. Temperatur. Wie sitzen da so die Schwerkraften? Ist das senkrecht von oben, ist jetzt die Frage, ne? Ändert sich nichts, wenn man das so macht. Okay, können wir so lassen. Beinchen dran, ne? Warte, das haben wir alles durch, ne? Ja. Antenne ist hier. Okay, da gibt es auch irgendwie neue. Ich nehme aber die. Passt. Und Strom brauchen wir auch.
Jetzt wird schon interessant, dass das nicht nachher zu schwer wird, ne? Und das mit dem Gleichgewicht ist so eine Sache. Das weg. Tiefer und ich nehme lieber den Ring. Und den kann man da nicht reinbauen. Dann den nochmal weg. Den dran. Den weg und das sieht doch auch gut aus, oder? So, passt schon. Solarpanels. Ja, jetzt die bastel ich jetzt einzeln dran. Weil da ist ja noch die Klappe, ne? Und da müssen wir gucken, dass wir die noch aufkriegen, ne? Näher ran mal. Ja, ich glaube, das passt schon. Allerdings ist das Solarpanel da vielleicht an der falschen Stelle. Nee, passt schon, das geht schon. Hier ist noch eine Tür. Kriege ich das auch da hin? Ja. Dann mache ich das dahin. Die Antenne mal weg. Solarpanel auf dieser Seite noch daneben. Gut, das kann noch ein bisschen höher. Und das kann ich auch dahin basteln. Gut, das dann auch da oben hin. So hoch. Ah, man könnte eine Symmetrie machen, ne? Oder wir machen das ganz woanders hin. Ne, lass mal da dran. Ne? Ich glaube, der kann ein- und aussteigen. So. Das mit dem Strom wirklich zu überlegen, ne? Wir müssen immer schön aufpassen. Micro Landing Strut. 2, 3 Stück. Umschalten. So passt schon. Und so. Alles gut. Da brauchen wir nichts. Also hier an dieser Stufe noch nichts. Irgendwas fehlt mir aber noch. Service Bay, okay. Irgendwas wollte ich noch einbauen. Das war die Stabilisierung. Reaction Wheel. Das war das alles nichts. Die Leitung ist da. Ne, ich glaube, ich habe dann doch alles, was ich wollte, oder? Ach, hier, da, das war das. Ich wollte da Stufen hin haben. Die waren früher mal beim Kran. Sind die da noch? Sieht jetzt nicht wirklich so aus, ne? Utilities? Ah, da. Nee, das brauchen wir nicht so viele. Geht das so? Mal ein bisschen rauszoomen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder so, ne? Ich habe das noch nicht benutzt. Da kann man hochklettern, ne? Ich will hoffen, dass er dann auch darüber greifen kann.
Sehen wir dann, ne? Vielleicht sind sie auch schon verglüht, wenn wir rum sind. Könnte auch sein. Keine Ahnung. Aber hier unten kann man nichts dran machen, ne? Oder? Und doch würde man so auch noch machen können. Die macht da aber nicht dran, siehst du? Die sind schon rot. Jetzt kriege ich sie nicht angepackt, ne? Kriege sie jetzt? Gott, weg. So, Triebwerk ist dran. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Stufe. Den zu. Ich hoffe, mein Schwerpunkt sitzt irgendwie so, dass ich auch damit fliegen kann. Noch eine Stufe dran. Tanks sind hier. Den dahin. Der ist eine ganze Ecke größer jetzt geworden. Ich glaube, das könnte so reichen, oder? Wir wollen mit dem da was basteln, ne? Gut. Das. Das. Ich glaube, da kommt jetzt erstmal noch ein Triebwerk dran. So. Und darunter basteln wir noch eine. Basteln wir da noch eine Stufe rein. Auch falsch. Da ist richtig. Da ist richtig. So. Und da unten. Kommt das Triebwerk jetzt erstmal nur dran, ne? Na. Ne, haben wir doch gerade. Quatsch, haben wir ja verkleidet, oder? Nochmal den da dran. Dann dort noch das Triebwerk. Und da jetzt Booster dran. Wie groß ist denn der? Ja, geht. Obwohl ich glaube, könnte überdimensioniert sein, ne? Oder? Montageteile hier. Dreie. So, jetzt müssten wir genau noch mal gucken, wie das mit dem Absprengen war. Ich glaube, so, ne? Und dann die drei Booster da dran. Ne? Nee, sieht doof aus. Passt nicht. Machen wir mal so. Ich glaube, jetzt passt es, oder? Aber warte mal, das ist genau falsch rum. Shit. Die müssen so rum, ne? Ich glaube, das muss dahin. Ja. Ist das so richtig dran, ne? Oder? Er sagt es, ne? Mir sieht es so komisch aus. Ich glaube, es war auch so. Jetzt sitzt da richtig dran, ne? Aber jetzt sind sie zu tief. So. So passt's, oder? Nose-Dinger da dran noch.
und ein bisschen Struktur hier. Sonst glaube ich, könnte das sein. Passt schon, passt schon. Dass es auseinanderfliegt. Sah jetzt irgendwie doof gerade aus. Und da unten machen wir das nochmal rein. Sieht gut aus. Oh, der läuft da unten durch. Aber wirklich durch, das ist auch doof. So. Ja, die Leiter ist da dran. Triebwerke stehen auch. Ich glaube, die kann auch so starten, ohne Turm. Ja. Stufen. Das ist jetzt mit Atmosphäre. Warte, lass erstmal hier unten erstmal. Das müssen wir erstmal ändern. Gehen wir ganz runter. Ja, das passt schon mal. Aber das passt nicht. Weil der muss da rein. So, die starten und die startet. Passt. Dann werden die abgesprengt. Passt. Die. Dann gehen wir ein bisschen höher. Die beiden kommen zusammen. Ja, wird abgesprengt und startet. Und dann sind die beiden zusammen, ne? Ja. Gut, hier ist eine Stufe jetzt zu viel, aber trennen. Ja. Sollte funktionieren. Stabilität ist ein bisschen näher hergestellt. Obwohl, ich habe fast die Vermutung, den machen wir anders dahin. Den machen wir mal hier oben drauf. Warte, mehr geht der Schwerpunkt da. So. Ich glaube, das ist besser. Ja. Ja, würde ich sagen, ne? So sieht sie doch schon ganz fesch aus, oder? Müssen wir gucken. Geben wir dem Kind noch einen Namen. Mun. Länder. V1. Und Save. Und ja, ich würde sie so starten lassen, glaube. Das brauchen wir nicht. Sollte funktionieren. Ja, müssen wir gucken, ob das dann in der nächsten Folge auch fliegen kann. Ach, hier unten sind die Dinger hingekommen. Naja, irgendwo gab es da wohl ein... Nee, das ist das gar nicht, oder? Die Anzeigen sind nicht da. Kann das sein, dass meine Anzeigen weg sind? Hier oben, das sind die doch gar nicht, ne, oder? Resources, Solid Fuel. Das gehört da nicht zu. Pathless ist richtig. Das passt hier schon. So, da kann man größer, kleiner machen. Mir fehlen da oben die zwei Anzeigen. Tja. Settings ist das. All Stages sehen wir hier oben. Passt. TWR ist hier. Welche Stages? Ja. Sieht, glaube ich, gut aus, ne?
Okay. Das ist Kirby, dann, ja, okay, das kann so bleiben, aber mir fehlen hier die Anzeigen und ich weiß nicht, wo sie sind. Gut, aber ich denke mal, da werden mir die beiden Kollegen, der Mordrak und der Dralo, bestimmt weiterhelfen. Aber das machen wir in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.